Beim letzten Mal habe ich meine Ziele mit ihren eigenen Waffen gekillt. Alle salutieren, das ist gut. Wir machen das Teil an. Und Feuer! Und hab ein Ziel mit einem Reh gekillt. Hier können wir das Reh wahrscheinlich... Ja, auslösen. Gut, während die Interview machen, stirbt mal der Strandberg. Jawoll! Yo, Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hitman. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen angeschlagen gerade, weil ich schon mal die Folge aufgenommen habe. Dann ist dann mein PC irgendwie gefreezt. Wir sind jetzt bei Thailand, aka Bangkok. Bangkok. Dieser Name. Und rein in das Filmchen. Good morning, 47. Your destination is the Himapan Luxury Hotel Resort on the Chao Phraya River, just outside Bangkok. Your main target is Jordan Cross, the lead singer of The Class, a renowned indie rock outfit recording their highly anticipated sophomore album. But this millennial poster boy harbors a dark secret. 1 year ago, promising young actress Hannah Highmore fell to her death from Cross's penthouse loft in Dumbo, New York. According to the police, Miss Highmore's death was a tragic accident, but her parents remain unconvinced. They firmly believe that Cross murdered Hannah and only escaped justice due to the power and influence of his father, billionaire media mogul Thomas Cross. A secondary target, Ken Morgan, corporate fixer and attorney to the Cross family, is also staying at the hotel. Cunning and unscrupulous, Morgan was a key agent in the cover-up of Hannah Highmore's murder and Jordan Cross's subsequent acquittal. The Highmores understandably want retribution, and while the system may be powerless, ICA is anything but. I will leave you to prepare. Hier eben werden zwei interessante Charaktere. Einmal den John Cross, der hier angeblichen Mord gemacht hat gegen Highmore. Also, es war so, dass diese Frau Highmore ist vom Dach gefallen anscheinend. Und die Eltern sagen, dass es der John Cross war. Und um es zu vertuschen, hat der Ken Morgan, weil er ein Anwalt ist, das schön anwaltlich und rechtlich vertuscht. Ja, so gehen wir hier rein. Ich habe halt schon alles davor eingerichtet. Ist hier gespeichert, weil die Aufnahme wurde ja einfach gestoppt. Ich liebe es. Egal, gehen wir rein. Ich will trotzdem nicht den Spaß verlieren. Welcome to Bangkok, 47. Ken Morgan has booked the Queen Suite, but is yet to check in. You will find him in and around the restaurant. Oddly enough, Jordan Cross seems completely unaware of his presence. Cross and the Class have set up a recording studio in the Emperor's Suite on the third floor. Private security around Cross and his entourage is highly capable. Still, I'm sure you can find your way into his inner circle. After all, today is Jordan Cross's 27th birthday. The age when rock stars die. Good luck, 47. Also wir sind hier in Thailand, aka Bangkok, in so ein schickes Hotel. Und der gute Jordan Cross ist auch jetzt 27 Jahre alt. Ist sein Geburtstag heute. Das freut uns ja, da kann er gerne sterben. Hallo. Checking in. Name's Tobias Reaper. Ich bin schon eingeschickt. Ich dachte, ich muss noch einchecken, aber anscheinend bin ich schon. Welcome to the Himapan Hotel. Please follow me. I hope you'll enjoy your stay. Ja, bitte gehen Sie mal voran. Oh, schick, wer hier schon begleitet. Aber es sieht auch echt nicht schlecht aus hier. Am Anfang der Lounge direkt so geile Pflanzen und so. Aber das ist so typisch bei Thailand. Ist sehr, biomäßig am Start. So, ist das hier mein Raum? Die 205. Here you are, sir. You can always call reception if you need anything else. Okay. Ja. Schick. Ich sogar mit Champagner. Nice. Mit geilen Fernsehen, hoffentlich 4K.
Und hier haben wir ein geiles Bad mit einer geilen Badewanne. Oh, das muss doch gehen, oder? Ja, ich wusste es. Da steht 47. Ist doch so klar. Okay, was haben wir hier noch? Ja, ein schickes Bett. Oh, mit einer Minibar. Und noch ein Brieföffner. Kann man auch mal mitnehmen. Und hier haben wir eine schöne Aussicht. Ein Strand. Kann man sich bestimmt noch hinlegen. Ah ja. Also ich kann hier auch noch Rezeption ancallen. Hier, Zimmerservice. The minibar is not being replenished. Please see to it at once. Ja, meine Minibar. Ich habe dafür Geld gezahlt. Los, herkomm. Hello? Ja, moin. House staff. Oh yes. I'm here to restock the minibar, please. Ja, warte mal. Ich habe auch noch was für euch. Okay, diese Lache klang gerade richtig böse. Aber es passt auch. Okay, warte, ich schieb dich mal ein bisschen weg von der Tür, damit du nicht gleich direkt gesehen wirst. Alles supi. Der, wie sieht denn mit dem das Personal aus? Einfach so einen komischen Hut auf dem Kopf. Aber es sieht irgendwie auch geil aus. Sieht aus wie so ein Prediger. Who's the jittery guy over there? Looks like another one of those rock stars. That's Abel Da Silva. He's only one of the most awesome drummers on the New York indie scene. He was in Death and Taxes and Flat Earth Society. Yeah, I like Top 40. Anyway, Da Silva's filling in for the drummer in Jordan Cross's band who quit yesterday. The record label flew him in and I took him up to the restaurant lounge. So Miss Barrett, the manager, she's gonna come get him soon. Gee, I guess I should... Interesting. The class's regular drummer unexpectedly quit the band, and the record label has flown in a replacement. Upcoming indie drummer Abel Da Silva, who is currently waiting in the restaurant lounge. Better yet, Jordan Cross has not previously met Mr. Da Silva, and the two of you do share a resemblance, 47. Ah, also, es kommt so ein krasser Drummer aus New York, der sehr bekannt ist, kommt hierher und wird für Jordan Cross anscheinend bisschen drummen, also ein bisschen Schlagzeug spielen. Wer sitzt? Kann ich hier rein? Excuse me, sir, but you're not on my list, so I will have to ask you to kindly leave. Please comply and leave the premises. Okay. Aber er bewegt sich gerade. Er trinkt jetzt wahrscheinlich was. Ah, eine Kokosnuss. Coconut. Wie komme ich da rein, ohne dass gleich jeder schreit? Kudos. Du stehst doch hier so alleine. Du kommst doch mit. Der, wie passend der doch alleine steht. So. Na, moin, was geht? Hier ist halt ein Balkon. Ah, ich könnte ihn reinlocken. Dann werfe ich hier mal ein Küchenmesser einfach hin. Ach, keine Ahnung, wer das ist. So. Immer verkleiden, genau. Treffen Sie sich mit Jordan Cross. Gut. Bin auf dem Weg. Ah, ich muss auf die andere Seite. Da gibt's ja zwei Seiten vom Hotel. Boah, wie ranzig sieht denn das hier aus? Eieiei, was ist denn hier passiert? Gott, hier liegt ja so viel Müll rum. Leute, räumt doch mal hier auf. Oh, da hat jemand aber mehr gesoffen als ich am Abend, wenn eine Party ist. Was ist denn hier passiert? Eieiei. Digga, die liegen hier einfach tot auf dem Boden. Ja, okay, die liegen nicht tot auf dem Boden, aber die schlafen. Eieiei. Boah, hier geht's aber richtig ab. Leute, ihr dreht ja voll ab. Den Spruch wollte ich schon immer machen. Oh, hey, you're Quentin's replacement, right? Abel Da Silva. Thanks for coming out, Abel. Follow me. Okay, ja, Jordan, ich bin krasser als dieser Abel.
Ich werde es dir zeigen. Quentin hieß der Typ. Nicht Abel. Ich heiße Abel. Gut, ich zeig euch mal, wie der Lörres geht. So. Bin bereit? Digga, wie kann der das so gut? Also, der Hitman ist anscheinend nicht nur ein Serienmörder, sondern auch ein guter Drumspieler. Alright, you're like some kind of machine, aren't you? Oh man, nicely done. Why don't you walk with me, Abe? There's something I want to show you. After you. Climbing the cultural ladder, I see. Good job, 47. I like your style. It's very tight, very new way. Danke, ich weiß schon, ich bin halt einfach überzeugungsfähig. Who's repping you? Small agency. Very low profile. You wouldn't have heard of them. Ah, ich komme aus dem kleinsten school, huh? Ghetto der Welt. Don't have the heart to let him go? Yeah, I thought so. Look, believe me, man. You gotta aim higher. Anyway. Ich muss höher stecken? Yeah? Da musst du aber sehr weit nach unten stecken. Und ich schmeiß dich genauso aus dem Fenster oder aus dem Dach wie diese Hey Morgan oder wie die nochmal hieß, die du gekillt hast. Ja. Rache. Rache nennt man sowas. Rache. Na moin Jungs. Euer Kollege, der hat gerade Suizid kennengelernt. Gut, aber ich würde jetzt erstmal neu laden und dann würde ich mal die andere Gelegenheit mit einfach mal eine andere Gelegenheit mal machen. Apparently they had this huge row in the middle of the night. Cross and his manager fighting, huh? Well, bring on the gossip. Well, I only picked up bits and pieces. Hey, what's up with you? Something about Miss Barrett confiscating an audio recording from Cross. Said it was for his own good. That listening to it turned into an obsession. Hannah Highmore's name was mentioned. The girlfriend who died? Yeah, but you don't believe all that crap, do you? That Cross killed his girlfriend. Well, the plot thickens. Apparently, Jordan Cross has been obsessing over a mysterious audio recording featuring the voice of Hannah Highmore. However, his manager Dexie Barrett has confiscated the recording for her client's own good. Well, I suggest you get a hold of that recording, 47. Sounds like the perfect bait, and if my hunch is right, a chance to confront Cross with his crimes. You could start by searching Miss Barrett's private quarters, room 404, inside the Emperor's suite. Wieder irgendeinen Raum finden. Hoffentlich ist der nicht gesichert. Okay, wir müssen Dexie Barretts Zimmer untersuchen. Denn jemand hat anscheinend aufgezeichnet über die Geheimnisse von John Cross, wie er nämlich die Alte da gekillt hat. Und das können wir wahrscheinlich für Erpressungszweck benutzen oder für andere Dinge mal gucken. So, ich habe mir ja mal kurz hier drei Leute mitgenommen. Damit ich eine neue Verkleidung habe, damit ich da reingehen kann. Ja, Leute, das habt ihr nicht gesehen. Hey, Kollege, ich muss mal durch hier. Toll. Vor ihr Raum ist so ein Typ, der mich sehen kann. Ist ja geil. Okay, er geht weg. Oh, ich wollte schon werfen. Okay, ich kann rein. So. Finden Sie die Kombination für Ihren Safe. Wo kann der nur sein? Ach, muss ich die jetzt killen? Ich habe eine Idee. Hier ist so eine Gitarre. Machen wir auf. Jetzt spielen wir mal ein bisschen. Schnell weg, 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 weg! Ja, sie hat es gehört. Der Jordan jetzt auch mit rein, oder was? Nee, ich glaube nicht. Moin, Mädel. Okay, hat keiner gehört. Da ist doch Penthouse-Safe-Kombination.
Gut, und hier ist jetzt das Safe. Tippen wir mal den Code ein. Datenträger. Und da ist das Video, wo die Wahrheit hintersteckt von Jordan Cross. Jetzt können wir das abspielen. Digga, du gehst mir so auf den Sack. Natürlich muss da wieder irgend so ein Typ sein, der mich natürlich erkennt. Das war wieder so klar. Okay, ich kann das jetzt hier abspielen. Aufnahmen abspielen. Jordan Cross Laptop. Excellent work, 47. And now, the moment of truth. Okay, Jordan ist auf dem Weg. Wer hört das? Why was it just playing? What would be the purpose? What? Blackmail. Some sick game. What if I just smashed it right now? Did they take copies? Who are you? That's not the right question. The Highmores. Whatever they're paying you, I will double it, okay? It doesn't work that way. Not here. Wie cool ich einfach aussehe. I didn't mean to. You know? Ja, die Ausrede, genau. Er war betrunken. Schnauze. Ich will nichts mehr von dir hören. Schiff's elendig mit einer Kugel. Dafür bleibst du jetzt hier auch liegen. Hast du so verdient. Jetzt mal eine Gelegenheit für den Kenny. Für den Morgan. Well. You're no quitter. I've got to give you that. Look, I can fix this. I'm homing in on the problem. I just gotta... Damn it! Yeah. Are you sure you don't want a ride home? It's not about that. There's this guest. Big shot lawyer fella up in the Queen Suite. He's offered to buy it. This piece of crap for like an obscene amount of money. I just gotta get the engine running. A guest wants to buy your crummy... According to the hotel gardener, Ken Morgan wants to purchase his aging tuk-tuk as a souvenir. Unfortunately for him, he can't... Musste gerade so lachen wegen diesem Namen. You're good at fixing things, 47. I suggest you give the gardener a helping hand. This could be excellent bait. Also, der Ken Morgan... wollte gehen, aber das Tuk-Tuk kann ich fahren. Und wir können es wahrscheinlich sabotieren. Wenn wir es während dabei reparieren. Dafür bin ich doch dabei. Da sind wir dabei. Gut, ab in den Keller. Und hier haben wir den Schraubenschlüssel. Reparieren Sie das Tuk-Tuk. Aber ich sollte mich doch lieber als der hier verkleiden. Komm mal her. Gut. Haben wir alle beseitigt und sind schön schick verkleidet. Wie der Hitman es doch gerne macht. So. Ich weiß, wie man das macht. Warte. Einfach nur hier ein bisschen rumprobeln. Ich brauche vielleicht einen Schraubendreher, damit ich das hier kaputt machen kann. Oder ich schieße einfach drauf. Aber das wäre ja langweilig. Soll ich wirklich drauf schießen? Ich finde keinen Schraubendreher, das ist belastend. Dann schießen wir jetzt einfach da drauf. Hat keiner gesehen. Und da läuft die Suppe raus. Das ist doch schön. Jetzt müssen wir auf den Ken warten. Wahrscheinlich holt gerade jemand den und dann fährt er hier mit dem Tuk-Tuk rum. So, da ist der Morgan endlich da. Es hat echt ewig gedauert. Go ahead, Mr. Morgan. Please, you do the honors. Ja, starten Sie mal den Motor, da passiert bestimmt nichts. Ich meine, die eine Pfütze da, die schreit da nicht, als würde ich da gleich explodieren. Oh Gott!
Da ist gerade was explodiert. Both targets down. Now head towards an exit. Ich war's nicht. Okay, schnell raus hier. Leute, ganz ruhig hier. Es ist nur das Auto explodiert, mehr war es nicht. Da merkt man, es war nicht repariert. Wer hat es wohl sabotiert? Die Frage aller Fragen, die wohl keiner beantworten kann. So, ich muss hier mal lang. Einmal hier lang. Durch den Keller. So, hallo Dame, tschüss Dame. Und zu die Kiste. Und hier geht's raus. Endlich. Auch wieder roter Teil, 43 Minuten. Unfassbar. Ich brauche für die Hitman-Folgen immer ewig. Und Ende! Laufen! Geil! The body of billionaire media mogul Thomas Cross was discovered earlier this evening, slain by multiple gunshot wounds. Cross was scandalously kidnapped this morning at the funeral of his only son. Stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the son dead to lure out the father. Someone smart enough to stay in the shadows while we did the wet work and the Highmores picked up the check. A shadow client. Someone got rich. The contract was just. That was a sound problem. I know you don't care about politics, 47. But ICA is neutral, always has been. Can't allow ourselves to be manipulated. Besides, it's happened before. Italy, Morocco, Paris. All our clients got their intel the same way. Anonymous tips from a hidden source. Each contract perfectly legit, yet part of a grander design. See the pattern. Somebody does. The board has asked us to chase down this shadow client, and our analysts are closing in as we speak. I know that tone. Someone's playing a game, 47. The question is, against whom? Gespräch mit der Diana und wir haben ein paar Infos über diesen Schattenklienten bekommen. Gut, als nächstes von Hitman geht es dann, glaube ich, nach, wo geht's hin? Nach Colorado. Ah, interessant. Gut, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.